Hallo meine Freunde und ganz herzlich willkommen hier zu einer weiteren Lesson zum Thema Property Wrappers. Ja, das, was wir beim letzten Mal im Zuge der Neuerungen in Swift 5.1 angefangen haben, setzen wir jetzt fort. Das heißt auch von dem, was ihr hier seht, vom Code, das entspricht genau dem Stand aus der letzten Lesson. Sollte man sich auf jeden Fall angucken, bevor man jetzt hier einsteigt, weil ich jetzt nicht nochmal so alles Grundlegende zu Property Wrapper wiederholen werde. Wahrscheinlich. Vielleicht komme ich auch wieder in so einen Schwafelfluss und erzähle wieder alles. Aber nein, das vorneweg. Wir werden uns jetzt mal damit auseinandersetzen, wie man einen Property Wrapper, so wie wir ihn hier definiert haben, einsetzen kann. Ja, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir haben hier in der letzten Lesson einen Property Wrapper erstellt, der dafür sorgt, dass, wenn man den anwendet, eine Property immer einen Standardnamen besitzt. Also das ist ein Property Wrapper, der typischerweise für Namen zum Einsatz kommen sollte. Deswegen trägt er hier auch den Namen Default Name. Und der sorgt einfach dafür, dass, wenn man den für eine Property einsetzt und weist dieser Property einen leeren String zu, dann wird für diese Property der Name Max Mustermann gesetzt. Ja, das ist das Prinzip dahinter. Und das wenden wir jetzt mal praktisch an. Relativ simpel, indem wir eine neue Structure Person erstellen und dort eine Property Name einfügen. Ist vom Typ String. Und bei der wollen wir jetzt genau diese Logik unterbringen und wollen sagen, okay, pass auf, wir haben hier diesen Property Wrapper, der sicherstellt, dass immer ein Default-Name zur Verfügung steht. Hab's ja gerade erklärt, wenn kein Name gesetzt wird, nur ein leerer String hier verwendet wird, dann wird trotzdem Max Mustermann gesetzt und ich bin somit auf der sicheren Seite, dass in diesem Beispiel, wie ich es hier umsetzen will, jede Person immer einen Namen hat. Und sei es nur Max Mustermann, aber es kann kein leerer String sein. Das hört sich gut an, das wollen wir so machen. Und das heißt, ich muss diesen Property Wrapper, den wir hier erstellt haben, nun auf die gewünschte Property anwenden. Und dazu gucken wir nochmal hier darauf, wie das Ding heißt, das wir erstellt haben. Das ist der Default Name. Und das kann ich jetzt wie ein Schlüsselwort zu einer Property zuweisen, auch mit vorangestelltem Add. Und dann der Name des Typs, der eben unserem Property Wrapper entspricht. Wir sehen auch schon hier in der Autocompletion, wir bekommen das, Default Name. Und das war es tatsächlich auch schon. Mehr müssen wir nicht tun, um einen Property Wrapper anzuwenden. Und das ist deswegen auch so ein spannendes Thema, weil es intern, gerade beim neuen Swift UI Framework von Apple, massiv zum Einsatz kommt. Ja, also da gibt es ja AddBinding oder AddBindableObject, AddEnvironmentObject. Das sind alles solche Property Wrapper, die eben intern eine gewisse Business-Logik besitzen, die immer gleich ist für diese Art von Properties, aber aufgrund der Property Wrapper nicht jedes Mal neu definiert werden muss. Das ist ganz spannend. Also die Brücke werden wir vielleicht auch nochmal schlagen in dieser Reihe, um darauf zu sprechen zu kommen, ja, was wir alles in Swift UI für Property Wrapper haben und was die so tun. Aber hier sehen wir jetzt, okay, wir haben eine ganz normale String-Property namens Name. Und die Besonderheit ist, dass sie den Property-Wrapper Default-Name besitzt. Und das bedeutet eben, hier steckt die Business-Logik drin. Und das testen wir jetzt einfach mal, auch um vielleicht, wie gesagt, dieses Verständnis dafür zu bekommen, was genau hier bei dem Property-Wrapper passiert. Ich erstelle mal eine neue Person, nenne die einfach mal SomePerson. So, und ich mache mal nichts weiter. Ja, eine ganz einfache neue Person-Instanz. Und greife jetzt mal auf deren Namen zu. Ah ja, eine Kleinigkeit fällt mir gerade noch ein, weil wir werden da einen Fehler kriegen, noch im nächsten Schritt, was ich mal machen muss, ist diese Property in dem Kontext auf Public zu setzen, weil ich ansonsten in dem Playground später hier keine Änderungen vornehmen kann. Ich weiß gerade nicht, ob das ein Bug ist oder ob ich da noch irgendwas übersehen habe. Nach meinem Verständnis sollte das nicht nötig sein. Da sollte es reichen, dass die Property auf Internal steht, aber bei meinen Tests hat Xcode da gemeckert. Deswegen schicke ich das gleich vorne raus und setze das auf Public. So, das jetzt nur am Rande. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal an, wenn ich das ausführe. Wir haben eine neue Person erstellt. Ich greife auf den Namen zu. So, ich binde den mal hier ein. So, da ist er. Genau. Und wir sehen, das ist Max Mustermann. Fragen wir uns doch jetzt mal, was hier passiert ist. Denn wenn wir uns unsere Structure Person angucken, also hier ist überhaupt nichts definiert. Name hat an dieser Stelle keinen Standardwert, da kann Max Mustermann also nicht herkommen. Und auch bei der Initialisierung übergeben wir ja keinen alternativen Wert für Name. Wo kommt der also her? Gucken wir mal in unseren Property Wrapper. Letzten Endes sorgt der Property Wrapper dafür, dass diese Property, die damit deklariert ist, intern dieses Wrapped Value zurückgibt. Das ist also so diese Brücke, die wir jetzt haben. Ja, diese Property Name
läuft also intern über die Wrapped Value Property unseres Property Wrappers. Wenn ihr euch auch erinnert, Wrapped Value müssen wir immer für jeden Property Wrapper definieren. Das ist sozusagen die Konstante, die jeder Property Wrapper besitzt. Und das heißt also, wenn wir jetzt auf Name lesend zugreifen, dann greift dieser Property Wrapper. Wir springen in Wrapped Value. Wir gehen hier in den Getter. Wir greifen ja lesend drauf zu. Und der sagt, es wird Name zurückgegeben. Das bezieht sich natürlich hier auf diese Structure, auf diesen Property Wrapper Typ. Und da steht für Name Max Mustermann drin. Und genau das passiert hier. Deswegen bekommen wir auch bei Erstellung einer neuen Person-Instanz ohne sonstige Konfiguration Max Mustermann als Standardname. Ja, also das ist der Weg. Ich will das gerade nochmal verdeutlichen, nur um es klar zu machen, weil bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis das so drin war. Wir haben die Property Name in der Structure Person, die auf einem Property Wrapper basiert. Das heißt, deren Wert wird hier in Wrapped Value wiedergespiegelt. Das ist eben, Wrapped Value gehört hier zu unserem Property Wrapper Default Name. Und da steht also drin, was passiert, wenn wir lesend darauf zugreifen. Und dann wird nämlich hier die Property Name von Default Name ausgelesen und zurückgegeben. Gehen wir mal weiter, um das Verständnis auch noch weiter zu festigen. Im nächsten Schritt weise ich some Person Name einen neuen Wert zu und lese den anschließend aus. So. Also nicht spektakulär, neuer Wert zugewiesen, ausgelesen. Und wir sehen hier auch schon in der Preview, ja, die Änderung ist da. Wenn ich jetzt auf den Name von SomePerson zugreife, habe ich diesen neuen Wert. Warum? Gehen wir auch das nochmal durch. Ich habe also jetzt hier unserer Property Name, der Structure Person, einen neuen Wert zugewiesen. Wieder gilt, die ist mit dem Property Wrapper Default Name definiert. Das bedeutet, wenn wir jetzt Name einen Wert zuweisen, springen wir in den Property Wrapper, in diesem Fall Default Name, in den Setter, denn wir setzen ja jetzt einen Wert dafür. Wir müssen hier immer in Wrapped Value gucken, weil das enthält die Business-Logik für diese Property. So, und da steht jetzt einfach eine Abfrage drin, okay, wenn den Wert, den wir zugewiesen haben, in dem Fall mein Name, leer ist, dann weise Name Max Mustermann zu. Ist aber nicht der Fall. Stattdessen ist eben das New Value, das hat einen validen Wert. Also setzen wir für die Property Name, das ist wieder die hier von unserer Default Name Structure, weisen wir diesen neuen Wert zu. Und das bedeutet natürlich auch wiederum, wenn wir jetzt, wie es dann geschehen ist, den Wert wieder auslesen, springen wir hier in den Getter. Diese Property Name wurde überschrieben mit dem Namen Thomas Hillmann, den wir eben gesetzt haben. Also bekommen wir den hier zurück. Das ist also ja wirklich so diese Magie, die sozusagen bei den Property Wrappern passiert. Und jetzt machen wir nochmal den spannenden Test, für den wir ja eigentlich den Property Wrapper hier implementiert haben. Wenn ich jetzt nämlich hergehe und weise dem Namen, also der Property Name von SomePerson, einen leeren String zu und greife dann darauf zu, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, dann bekommen wir als Ergebnis Max Mustermann. Wir haben also durch den Property Wrapper sichergestellt, dass die Name Property hier von Person niemals ein leerer String sein kann. Das ist nicht möglich. Wenn wir den übergeben, dann wird automatisch als Fallback Max Mustermann gewählt. Warum? Auch hier nochmal, wir können es durchspielen. Name gehört zum Property Wrapper Default Name. Das heißt, wir springen, wenn wir den Wert setzen, in den Setter von Wrapped Value. Der stellt fest, okay, der neue Wert ist ein leerer String. Also wird für Name Max Mustermann gesetzt. Das wird hier reingeschrieben. Und wenn wir dann als nächstes diesen Namen wieder auslesen, greifen wir wieder auf die Name-Property von Person zu. Die ist über diesen Property-Wrapper definiert. Das heißt, wir gehen in den Getter von Wrapped Value und bekommen also hier den Wert, den wir neu zugewiesen haben. Und das war eben Max Mustermann gewesen. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Es braucht, wie gesagt, vielleicht wirklich so einen Moment, bis es sich setzt. Oder vielleicht muss man sich auch einfach das Video nochmal angucken, gerade so mit dem ganzen Know-how, was man jetzt schon hat, bis es sitzt. Vielleicht auch nicht, ja, vielleicht ist sofort alles klar, vielleicht überdramatisiere ich das auch ein bisschen. Aber ich will halt einfach, dass es so verständlich wie nur möglich ist. Und finde, da ist das hier schon ein ganz spannendes Beispiel. Weil wenn wir mal den Property Wrapper hier ausblenden und nur auf unsere Structure Person gehen, heißt das, wir haben hier eine ganz normale Property definiert, ja, vom Typ String. Aber gleichzeitig ist sichergestellt, dass das niemals ein leerer String sein kann. Und warum? Einfach, weil wir hier einen Property Wrapper definiert haben, der genau diese Business-Logik drin hat, um sicherzustellen, dass hier niemals ein leerer String reinkommen kann.
Und Property Wrapper können jetzt alles tun. Das können zum Beispiel kann bei Zahlenwerten dafür sorgen, dass eben die Zahlen nur in einem bestimmten Bereich liegen oder können sonst was machen, können eben Datenbankzugriffe regeln, was auch immer. Das ist das Spannende daran. Und ich denke, wir werden einfach in den nächsten Lessons zum einen noch weitere Funktionen kennenlernen, die mit Property Wrappers zusammenhängen und vermutlich auch einfach noch ein paar Beispiele machen, um das so ein bisschen zu festigen. Also auch vor allen Dingen, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Es ist ein wahnsinnig, spannendes Feature in Swift 5.1, was eben, wie gesagt, auch von Apple massiv eingesetzt wird, so wie Swift UI aufgebaut ist, war es ja quasi mehr oder weniger notwendig, dass wir jetzt so eine Funktion bekommen. Ist aber halt schön, dass die nicht nur Apple für sich nutzt, sondern dass wir die auch selber nutzen können. Und da ergeben sich halt wirklich in vielen Szenarien, wo wir immer und immer wieder die gleiche Business-Logik für verschiedene Properties umsetzen müssen, können wir jetzt einen Property-Wrapper bauen, der die Business-Logik einmal enthält und das einfach für alle Properties anwenden, die halt genau diese Logik brauchen. Ja, das haben wir hier gesehen. Das heißt, als Beispiel könnte ich jetzt hier noch andere Structures oder Typen allgemein definieren, die auch mit irgendwelchen Namen hantieren, auf die auch diese Logik zutreffen soll. Und damit diese Logik greift, brauche ich nichts weiter zu tun, als die Properties mit @defaultName mit diesem Property Wrapper zu deklarieren. Gut, Freunde. Damit sind wir am Ende von dieser Lesson angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen oder Anmerkungen gerne in die Kommentare. Aber das Thema würde uns, denke ich, noch ein bisschen beschäftigen. Gucken wir uns noch ein bisschen an, weil es einfach spannend ist, weil es mächtig ist, weil es viele Optionen bietet und weil es wirklich schon an einigen Stellen Code, denke ich, schöner und geschmeidiger machen kann. Ne? In diesem Sinne, habt jetzt erstmal eine schöne Zeit. Guckt euch gerne noch ein paar andere Let's Codes an, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten sehen wir uns in einem der kommenden Videos hoffentlich wieder. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.